jetzt die Frage, ob die Krabben hier schon angekommen sind. Wahrscheinlich wohl. Aber hat auf jeden Fall mal gut gezogen. Na gut, dann gucken wir mal nach. Dafür muss ich erstmal meine Posenmontage ein bisschen aus dem Weg packen. Fahre ich mal hier vorne hin. Freilauf immer ein. Falls mal einer einsteigt, dann gucken wir mal, ob uns das hier von der Krabbe zerlegt worden ist. Sieht wohl ganz so aus, zumindest hängt nichts. Bin ich mal gespannt. Ups. Ja, war eine Krabbe. Nicht viel, aber man kann es doch deutlich sehen. Hier am aufgeschnittenen Kopf. Die Krabben holen sich oftmals die Augen auch als erstes raus. Die sind schön weich, ne? Die können sie sich so einverleiben. Oft schneiden sie es halt auch auf hier, nehmen die Gedärme raus, weil sie das Weiche einfach mögen. Ja, da versucht sie das Auge zu holen, ganz klar zu sehen. Mist. Mist, Mist, Mist. Füttern wir wieder die Krabben hier? Oder wird das ein Film mit Fischen? Das ist jetzt die Frage, ne? Auf jeden Fall bleibe ich erstmal bei zwei Routen. Mehr brauche ich gar nicht aktuell. Ich bin gerade 5 Minuten hier und habe schon noch beide Routen Bisse gehabt. Da haben wir schon die erste versemmelte Montage, durch eine Grundel oder eine Krabbe. Ganz toll. In die Steine gezogen. Mist. So, mit der Köderfischroute vermute ich mal, werde ich heute nur die Krabben füttern. Die Posenroute hat den Vorteil, man kann den Köder auch mal dicht über Grund driften lassen. Dann wirft man sie den Krabben nicht ganz so zum Fraß vor. Wenn die Krabben aber richtig wild sind, die können sogar aufschwimmen. Das wissen viele gar nicht. Die schwimmen nach oben und holen sich die Köder auch runter. Ja, so eine Posenmontage kann sehr wertvoll sein. Moni ist da vorne wie immer mit Dropshot am Werfen, mit Tauwurm. Und sie kriegt leichte Anfasser und hakt die Fische nicht. Und dann ist immer die Frage, haben wir das jetzt mit solchen Barschen zu tun? Oder beißen die guten Barsche zickig und man muss irgendwas ändern an seinem Anbieten. Ja? Wenn gute Barsche zickig beißen, kann sich das genauso anfühlen wie Mini-Barsche. Ne? Und da gibt dann schnell mal die Posenmontage Aufschluss. Ne? Einfach mal die Pose so ausrichten, dass der Wurm ähnlich wie bei Dropshot dicht über Grund driftet. Ein 6er Haken fürs Aalangeln habe ich dran und einfach nur 2-3 Dendrobenas. Beißt schon. Dass ich jetzt Grundeln sind, oder? Aha, da haben wir es. Diese Größe Barsch ist es offensichtlich. Wobei, die müsste sie eigentlich mit Dropshot auch haken können. Aber schauen wir mal, was da noch so ist. Ob das jetzt der einzige dieser Größe war oder ob da noch kleinere sind. Und dann weiß man genau, was man machen muss. Ne? Dann kann man, wenn die jetzt hier in großen Mengen das hier bevölkern, diese kleinen Viecher, dann kann man besser das Weite suchen mit der Dropshot-Montage. Oder man verlegt sie halt komplett auf Köderfisch. Das wiederum geht im Moment nicht, halt eben aus dem besagten Grund. Da habe ich immer mal wieder Zupfer. Ich habe gerade ein neues Rotauge dran gemacht und ich fürchte, die Krabben haben das schon wieder zerlegt. Das geht immer so schnell. Und dann gibt es noch eine weitere Option, wo man sich auch einen Überblick verschaffen kann mit der Pose. Was beißt da gerade, als ich gerade die Posenmontage da abgerissen habe? Dahinter vermute ich meine Grundel. Die Grundeln beißen übrigens auch auf Dropshot ganz hervorragend. Hervorragend in Anführungszeichen. Ne? Man will ja, wenn man überhaupt Grundeln haben will, bestenfalls, den habe ich nicht gekriegt, dann will man ja bestenfalls als Köder benutzen. Ne? Aber wer weiß. Vielleicht machen wir das in diesem Filmchen ja auch noch. Denn man weiß ja, dass Grundeln sich mittlerweile zu einem Top-Zanderköder entpuppt haben. Ne? Und das klappt übrigens auch mit Dropshot. Ich liebe das, mit Köderfisch und Dropshot zu angeln. Ein bisschen größere Haken vorne durch die Schnauze. Ne? Aber das Problem dabei ist, dass so ein Rotauge oder so eine Brasse, da machst du 5 Würfe mit, dann ist der im Eimer. Ne? Und so eine Grundel, also die hält richtig lange. Ne? Die sind so unglaublich zäh. Guck
Gucken wir mal. Wir arbeiten hier jetzt noch ein bisschen ins Dunkel rein. Vielleicht lässt sich Richtung Dämmerung und Dunkelheit ja noch ein Zander blicken. Und dann werden wir auch wissen, was uns hier zurzeit in den Wahnsinn treibt. Seht ihr, beißt schon wieder. Also das ist wie beim Stippen. Du brauchst hier wirklich nur die Montage reinhauen und schwuppsdiwupps beißt es. Und mit dem Wurm habe ich jetzt schon 5 Barsche gefangen. Aber noch keine Grundel. Bei der Grundmontage mit Köderfisch tut sich im Moment auch nichts. Oh, da hat sich was verheddert. Mist. Das war so nicht gedacht. So. 3, 2, 1, meins. Jetzt ist der Köder unten angekommen. Ist hier vorne nicht ganz so tief, so 2 Meter schätze ich mal. Und wie gesagt, die Würmer driften jetzt ganz dicht über Grund. Perfekt vor die Mäuler aller Fische, die da unten am Grund stehen. Ne? Dafür verwende ich dann, wie gesagt, die Dendros. Ne? Die Tauwürmer sind mir dafür zu wertvoll. So verschafft man sich halt einen Überblick, was ist da unten überhaupt los. Oh ja, das ist ein besserer. Da brauche ich einen Kescher. Da ist er ja. Wow. Das ist einer der besten, den ich hier bisher hatte. Wow. Und da sagt noch jemand, man braucht einen Tauwurm, ne? Fischt hier immer mit Tauwurm und Dropshot, ne? Und wo beißt er? Dendrobrennbene am Aalhaken, ne? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja, das ist mal etwas schönerer Barsch, ne? Den kann man schon in die Kamera halten. 2 winzige Dendrobenas auf dem Aalhaken, unglaublich. 34 hat er. Das ist ein schöner Barsch, oder? Der darf auch wieder schwimmen. Zum Braten nehmen wir lieber die mit 25er und die, die geblutet haben. Da bleiben immer mal so 2-3 Stück übrig am Ende des Tages, die man sich dann schmecken lassen kann. Gut, cool. Wir haben Zander. Ich habe den nicht gemerkt. Wie man das von Zandern kennt. Köderfisch genommen und ich habe es gar nicht gemerkt. Der Süße hier. Ich hoffe, ich kriege den Haken raus. Ich denke schon. Habe reingeholt und plötzlich, als ich ganz hier vorne schon war, da ging die Schnur plötzlich so ein bisschen nach links und ich merkte, irgendjemand muss da dranhängen. Er saß gar nicht so tief, wie ich dachte. Vorne in der Zunge. Habe ich nur nicht gesehen. Wäre auch schade drum gewesen, ne? Na komm, Kleiner. Kleinen Schwung. Jo. Er macht sich schon auf den Weg. Ja. Ist noch ein bisschen verdattert. Ja. Dass die Viecher immer so zaghaft beißen müssen, ne? Hab ich gar nichts von mitgekriegt. Ich denke, ich kontrolliere mal meine Grundroute. Kurbel ein und kurbel und kurbel. Das erinnert mich an so eine Geschichte mit meinem Kumpel Stefan. Ich glaube, ich habe dir schon 3-mal erzählt, in welchem Film, ne? Wie wir am Schleppen waren und uns darüber gestritten haben, wer hat mehr Power, Hecht oder Zander. Und dann kriegt Stefan plötzlich einen Hänger, vermeintlichen, beim Schleppen, kurbelt gelangweilt ein, hat da so einen Haufen Kraut dran, macht das Kraut auf, hängt da im Kraut so ein kleiner Zander. Und ich hab gelacht. Und er konnte ja auch so herrlich lachen, ne? Ja, nee, also Zander können schon ordentlich bocken, ne? Und ordentlich am Grund stehen, die haben auch richtig Dampf, wenn sie eine gewisse Größe haben, aber die Kleinen, also da behaupte ich, jeder Barsch derselben Größe hat 10-mal mehr Power. Na gut, nicht lange labern, dann bringe ich die Route nochmal aus, vielleicht gibt es hier noch bessere Zander. Genug Köderfische habe ich ja dabei. Und die Krabben, die lassen mich erstaunlich, da war ich jetzt gerade in Ruhe. Wunder mich. Thank you.
werden auch nicht größer, meine Zander. Ja, ja, meckern, dass ich meinen Zander nicht bemerkt habe, ne? Ja, bemerkt habe ich nicht. Dann lass den Kleinen mal schnell wieder schwimmen. Ja. Eigentlich ist fast Vollmond keine schlechte Sache für Zander. Das, was die Aale hassen, das lieben die Stachelritter, nach meiner Erfahrung. Aber außer diesen beiden Fritten tat sich an diesem Abend darauf gar nichts mehr. Wir entschieden uns, am nächsten Tag eine Stelle etwas genauer zu erkunden. Da, wo ein wenig Pumpentätigkeit oder aber Strömungen durch Schiffe, Verschmalerungen durch Brücken oder Einläufe vorhanden sind, ihr kennt diese Sprüche mittlerweile zu Genüge, da ist es immer einen Versuch wert. Und genau das war der Plan für heute. Auf Zander. Mit der Fiederroute. Also mit Wurm. Ich erkläre es mal langsam. Vielleicht denken einige von euch jetzt ja, Menschenskinder, die Filme sind aber auch immer zusammengepuzzelt bei Matze, ne? Und berufen sich dann darauf, ja, das sind ja auch Nebenprodukte, die Mätzchen, ne? Also die Mätzchen sind schon ein Nebenprodukt, aber ich gehe die trotzdem mit Herzblut an. Aber das, was ihr hier seht, die ist zusammengepuzzelt, das ist meine Art der Angelei. Kein Witz, genauso angel ich, ne? Da hat sich nie was geändert. Ich angel eben gerade so, wie die Bedingungen sind. Ne? Ich wollte mir jetzt hier mal einen kleinen Überblick verschaffen. Ich habe hier früher gerne immer auf Zander geangelt, vom Boot aus, mit meinem Freund Stefan. Da haben wir sehr, sehr viele Bisse bekommen, immer in dieser Kurve hier, vertikal, haben wir schöne Barsche gefangen. Auch mal ein Hecht dazwischen, war eine tolle Stelle. Aber wir haben das jetzt mal vom Ufer aus versucht und das war nicht so berauschend. Ein paar Mal haben wir das versucht, mal morgens früh, mal abends spät. Und was ich dann gerne mache, ist, ich gehe erstmal eine Runde fiedern. Erstmal gucken, wie ist es hier um den Weißfischbestand bestellt. Vielleicht gibt das schon wieder Aufschlüsse. Nicht? Also Federn macht nicht nur Spaß, sondern das ist auch eine brillante Methode, um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Fischarten kommen häufig vor. Nehmen wir mal an, man fängt hier jetzt den ganzen Nachmittag an, 3 Stunden lang nur Brassen. Ja, auch so kleine von mir aus. Ja, und kein einziges Rotauge. Dann würde ich als Köder für Zander auch definitiv kein Rotauge nehmen, obwohl ich das Rotauge mal vorziehe. Ich habe hier auch eins dran gemacht. Und ich werde auch eine Zanderroute auslegen mit Futterkorb. Ja. Mit einem Pellet-Mix von Samataro, der, ja, wie soll man sagen, das ist alles irgendwie an Forelli angelehnt. Das hat halt einen fischigen Geruch, ne? Und weil ich mein Blei vergessen habe, nehme ich einfach einen Futterkorb und packe da ein paar von den Pellets rein. So habe ich dann den Vorteil, dass ich noch eine extra Duftnote habe, wenn ich diesen Köder jetzt gleich ausbringe. Dann vielleicht kriege ich dann nebenbei sogar noch einen Zanderbiss. Wir werden sehen. Aber konzentrieren werde ich mich auf die Fiederrouten. Und damit ich mich hierauf nicht so konzentrieren muss, kommt die halt auf Grund mit einem Pieper. Das ist eine Combo, die Aalpicker, die hat ganz gut Rückgrat, die kann man gerade an so einem windigen Tag wie heute ganz hervorragend nutzen, aber ich nutze die jetzt nicht als Picker, also im Sinne von, dass ich auf die Rutenspitze gucke, ne? Und wie eine Fiederroute ausbringe, ist ja blöd, mal hier in den Steinen hier einen nüftigen Halt zu finden. Ich finde schon was. Jo, so muss es laufen. Und dann richte ich natürlich die Rute mit der Spitze auf die Fische aus. Ne? Also nicht im 90-Grad-Winkel, um den Biss zu sehen, sondern gerade ausgerichtet. Und da hier an der Aalpicker kein Freilauf ist, drehe ich jetzt bei dem starken Wind einfach mal die Bremse auf. Dann kann der Stachelritter Schnur nehmen. Kleiner Tipp noch, wenn ihr so starken Wind habt, das muss nicht immer gleich die schwerste 3-Unzen-Spitze für die Fiederroute sein, sondern es kann auch reichen, die Rute so weit zurückzunehmen, dass sie ganz vorne aufliegt. Je kürzer die Spitze, die über den Rutenhalter wegragt, ja, umso weniger windanfällig ist es natürlich. Da kann ihr nicht so schwanken. Ne? Das kann man bis zum Exzess treiben, ne? Bis die Rute durchbiegt. Ein Fiederangler zieht mir dafür die Ohren lang, aber
ich bin halt jemand, der immer schnell reagieren will und dann geht das einfach fixer, als da jetzt großartig eine andere Spitze zu montieren. Ich will mir ja nur ein Bild verschaffen, ne? Aber noch verschafft sich hier kein Bild. Aber ich habe auch keine Maden dran, sondern nur Würmer. Weil ich beim letzten Mal, als ich das hier mal probiert habe, auf Maden kaum Bisse bekommen habe. Wenn es nicht beißt, immer den Mund vollstopfen mit Schwarzbrot und Leberwurst. Oh, schönes Rotauge. Man hat doch Winterhechtqualität. Wow. Das ist ein schöner Fisch, ne? Ich sag mal handlang für Winter, ne? Aber das ist schon fast zu lang. Aber mal auf Großhecht gezielt. Aber meine Gefriertruhe, die ist noch voll genug. Darum darf die Süße jetzt wieder schwimmen. Schicker Fisch. Oh, 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 oh. Zander. Was ist das? Aber ich lasse sie jetzt nicht los, sonst fliegt der Haken hier gleich rum. Da ziehe ich jetzt einfach mal ein bisschen was raus und guck mal, ob die Leine sich wieder strafft, damit ich ihm nicht zu viel Widerstand entgegensetze. Aber das kann natürlich auch ebenso gut hier eine Krabbe sein, ne? Wir haben gerade ziemlich einen Krabbenterror hier bei uns in der Gegend. Das habt ihr ja auch in den letzten Mätzchen schon gesehen. Ich drehe die Bremse jetzt so fest, wie sie muss. Und wenn ich sehe, er nimmt noch wieder Schnur, dann gebe ich ihm das mit offenem Bügel. Da muss ich jetzt nur sehr genau hingucken, damit nicht der Wind mir hier einen Strich durch die Rechnung macht. Sonst fegt er mir hier gleich bergeweise die Klänge von der Spule. Aber hier tut sich im Moment nichts mehr. Dann wird es wohl eine Krabbe gewesen sein, denke ich. Kontrolle. Nee, das war definitiv ein Zanderbiss. Guck mal an, die Taktik mit dem Körbchen und den Pellets, die nach Fisch stinken, geht auf. Bin gar nicht so doof, wie ich aussehe, ne? Gut, das lässt doch hoffen. Gut, auf allen drei Routen schon Biss gehabt. Das lässt doch hoffen. Hier habe ich jetzt nicht mehr so weit rausgeworfen. Das hat mir das schöne Rotauge gebracht. Gucken wir mal. Ja. Und hier habe ich gerade einen Fehlbiss. Gucken, da hängt auch was. Den habe ich gar nicht mehr gemerkt. Oh, das könnte wohl eine Brasse sein. Keine ganz große, aber eine schöne. Komisch, hat sich in der Rutenspitze gar nicht mehr bemerkbar gemacht nach dem ersten Zupper. Ja. Makellos. Herrlich. Guckt es euch an hier. Trotz, dass ich den jetzt nicht ganz korrekt behandelt habe. Der hat ein bisschen länger gebissen als gedacht wahrscheinlich. Hängt er hier ganz, ganz hier vorne. Ne? So wollen wir das sehen. Ne? Cool. Das ist jetzt keine große Brasse, aber ich freue mich gerade so, dass sie so makellos ist. So ein schönes Schuppenbild hat. Das ist nicht immer so, ne? Brassen haben oft so komische Stellen am Körper. Dann darfst du auch gleich wieder schwimmen, Süßer. Nee, da muss ich die Schnur erst rauspulen. Dann muss ich die von Hand zurücksetzen. Geht aber auch.
Eine Rotfeder? Wie geil ist das denn? Die hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Mehr so ein typischer Kleingewässerbewohner, ne? War mein Fehler beim letzten Mal. Ich habe mal mit Maden geangelt. In einem Grund stehen die hier mehr auf Würmer. Was? Ist ja nicht so, dass ich nicht eine breite Palette hätte. Oh, Mist. Das war ein Fehlbiss. Dann wissen wir jetzt schon mal, die Braschen halten sich weiter draußen auf oder auch ein Rotfeder weiter am Rand. Und ich weiß noch was. Mein Köder für den Zander. Die Rotfeder, das rote Auge, was ich dran habe, ist die richtige Wahl. 12er Haken, kleiner Dendrobena. Eine Rute mit Anti-Tangle-Röhrchen, ein ganz einfach Idiotenmontage. Und hier eine Schlaufenmontage, ja, die offen ist, eine offene Schlaufenmontage, also so gesehen ein Seitenarm. Das hat mir der Michael Zamataro mal gezeigt am Rhein, was für Vorteile das hat. Die Bisse sind identisch, ne? Macht heute keinen Unterschied. Macht nur an bestimmten Tagen Unterschiede. Ne? Hier haben die Fische heute einfach Hunger. Und da habe ich auch nichts gegen. Hat aber heftig gebissen. Wieso hängt der denn nicht? Frechheit. Ja, wieder beide Ruten raus hier. Das glaube ich nicht. Boah. Im letzten Moment ausgestiegen. Kleine Brasse. Angeln und Futter schon fast weg. Eine Marder als Stopper nehmen hier. Verzieh mir sonst den Wurm immer so. Das sieht doch schon besser aus. Oder Fischbiss. Oh, der geht richtig rasant ab. Hey, der Witzka. Kann ich jedenfalls eine Krabbe ausschließen. Komm auf mich zu. Auf mich zugekommen. Aber ich habe ihn leider nicht gehakt. Mist. Ist auf mich zugeschwommen. Vielleicht ein Aal? Mist. So hängt er denn nicht bei dem Biss? Richtig abgegangen, ne? Meine Frau sagt gerade noch, immer wieder Zeit für einen Köderfischbiss. Das ärgert mich jetzt. So ein richtig schöner Biss. So gegen die offene Bremse gezogen. Ich mag auch nicht so elendig lange beißen lassen. Ne? Das ist immer so eine Sache, wenn man ein Entnahmefenster hat und über 70 muss ein Zander zurück. Und dann hat er geschluckt. Ne? Ja. Da musst du einen toten Zander wieder reinschmeißen, ne? Das nehmen wir. Oh! Was war das? Ein ziemlich dicker Fisch. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass es ein Zander war. Aha, ein ziemlich dicker Fisch.
Und wir beide waren uns dann auch recht sicher, das war ein Zander. Wahrscheinlich, weil wir in den letzten Tagen recht gut Zander gefangen haben. Ha! Die Wahrheit sah aber dann doch ganz anders aus. Genau so entstehen Anglerlegenden. Also Geschwafel, die doch nicht der Wahrheit entsprechen. Die GoPro zeigt euch, was es wirklich war, das diesen enormen Schwall verursacht hat. Ein verschreckter Kormoran. Was beißen die denn also verrückt? Irgendwelche Kleinfische, die natürlich oftmals dann bei den Würmern reinhauen. Ne? Ne Güster, guck mal einer an. Schon die vierte Fischart. Ging ja fix. Hep. Gut, ich weiß genug. Das war's. Nee, keine Angst, nicht mit dem Mätzchen. Wir bringen jetzt mal schön die Fiederrouten wieder rein ins Auto. Und ich hole jetzt die Raubfischrouten. Zwei Bisse auf Köderfisch. Da geht doch mehr, oder? Lass mal abwarten, was passiert. Ne? Rauswerfen, gucken, wie die Pose sich richtet. Und dann die Rute ein bisschen gegen den Wind legen, dass nicht so ein großer Schnurbogen entsteht. Rutenspitze eintauchen, auf dem Rollen, auf der Kurbel ablegen. Dann passt das schon alles und Freilauf ein. Ist immer noch windiger, als das wahrscheinlich für euch scheint. Und die hier kommt auf Grund. Ja, das ist ja wieder doll. Das ist wieder Angeln, ne? Beim Fiedern nebenbei drei geile Bisse auf Köderfisch, packst die Fiederrouten weg, holst dir zwei noch Köderfischrouten dazu. Und was passiert seitdem? Nicht ein Piepser. Das ist doch beim echten Mäusemelken, ne? Ein bisschen mit Dropshot geworfen, aber auch da. Moni hatte einen Mini-Anfasser auf Wurm, bestimmt eine Stunde geworfen am Stück. Und ich mit Gummi gar nichts. Na ja, doch, da diesen gammeligen Gummifisch da habe ich aus dem Wasser gezogen. Da ist noch eine Menge Schnur dran. Haben wir das Gewässer zumindest von ein bisschen Müll befreien können, ne? Und der Angler hat immerhin die richtige Marke gefischt. Ja, ein bisschen schleimen kann nicht schaden, wenn man seinen Job behalten will, ne? Nee, aber das ist mir zu wenig Beißfrequenz. Wir machen aber was anderes. Das gefällt mir nicht. Einpacken! Man bräuchte noch irgendeinen Praktikanten oder FSJler, der dann so einpacken, der dann mein Zeug einpackt. Aber leider bin ich der Praktikant hier. Da ist er wieder. Ja, kleinen Fisch. Würde ich mal so sagen. Ja, noch kleiner geht's ja noch kaum. Halt einen Sabbel und geh angeln. Der macht so einen Aufstand. Na gut, machen wir uns mal auf den Weg an ein paar neue Wirkungsplätze. Und ein paar Würfe mit dem Streamer. Das gibt's nicht, da war er. Da war er, da war er. 70er Hecht. Wie bei dir. Das war kein ganz kleiner. Das hast du gestern gar nicht gemacht. Das glaub ich nicht. Jetzt hat er was gemerkt. Ja? Ja. Mist. Weiter. Aber komisch war es schon. Auf der Rücktour wurde es dann dunkel.
Da kann es nicht schaden, nochmal einen kleinen Spot aufzusuchen, wo die Zander abends auch mal im Dunkeln am Ufer rauben. Aber auch das war leider heute nicht von Erfolg gekrönt, zudem ich mich damit sehr schwer tue, was meine Augen betrifft. Und da man nicht ständig mit seinen teuren Ködern gegen die Brückenpfeiler donnern will, beschlossen wir, einfach mal schlafen zu gehen. Schließlich ist der nächste Tag ja auch noch ein Tag, oder? Das stimmt, das klingt so. Ein schöner alter Diesel, herrlich. Ein richtig schöner alter Diesel. Oh. Jo. Geil. Das könnte echt ein Eintopf sein, vom Klang her. Hoi. Nee, das war knapp, ne? Ja. Boah. Was für ein geiler Sound. Und nichts mit Rußpartikelfilter. So, was haben wir jetzt alles rausgefunden in diesem Mädchen? Die Zander beißen im Dunkeln. Wenn man ein bisschen länger durchgehalten hätte, wären sicherlich auch noch bessere gekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Wir haben rausgefunden, dass auf unserer Ecke da die Weißfische beißen. Wir hatten eine Brasse, wir hatten auch da Zander ein bisschen tagsüber. Ja, das macht also Sinn. Wir suchen weiter mit verschiedenen Methoden, um uns für verschiedene Filme vorzubereiten. Aber das ist trotzdem genau meine Art der Angelei. Einfach alles ausprobieren, zu gucken, wo geht gerade was gut. Ne? Jetzt werde ich mal den Gummi dran machen, weil es hier ein bisschen tiefer ist. Da wird Moni ein paar Würfe mitmachen. Da macht der Streamer keinen Sinn. Ich habe mir gerade ein paar schöne Streamer binden lassen vom Marco, ein leidenschaftlicher Fliegenfischer in Hamburg, weil ich einen Film machen möchte darüber, für den Raubfisch. Und dafür brauche ich flache, verkrautete Gewässer. Und da gucke ich mich halt überall mal um, wo kriege ich einen Nachläufer, wo kriege ich einen Biss. Ne? Und dann mache ich entsprechend meine Filme da. Aber wie gesagt, das ist auch genau meine Angelei. Mal hier, mal da, mal dies, mal das. Das ist es, was ich unter Angeln verstehe. Ah! Da war einer. Kleiner Hecht. So angel ich. Ja, das habe ich nicht ohne Grund so als Titel über das Mätzchen geschrieben. Ich habe früher eigentlich auch schon so geangelt. Einfach querbeet, einfach was gerade kam, wo man gerade Bock drauf hat. Und das macht für mich das Angeln gerade so interessant. Ne? Dass man einfach macht, wo man gerade Nerv drauf hat. Und wo ich jetzt so richtig Bock drauf hatte, das waren diese kleinen unscheinbaren Einläufe, die meistens völlig zugewachsen sind mit Kraut und deshalb perfekt geeignet für den Streamer. Leider war ich zu dusselig, rechtzeitig auf den Knopf meiner GoPro zu drücken, um euch den Live-Biss, der furios war, ich habe mich tierisch geärgert, einzufangen. Einige von euch fragen sich mit Sicherheit, warum dreht der Kerl seine Bremse nicht stramm zu, wie das die meisten Spinnfischer machen? Ganz einfach deswegen, weil ich hier auf 2 Meter Distanz anschlagen muss. Ist die Bremse zugeknallt, dann knallt es nämlich gleich ein zweites Mal, nämlich in der Hauptschnur. Oder aber der Haken biegt auf. So schnell dreht kein Angler die Bremse auf, wenn man auf 2 Meter Distanz einen 70+ hakt. Da ist er. Mit dem hatte eigentlich meine Frau noch eine Rechnung offen. Jetzt habe ich ihn gefangen. Den hat sie hier letzte Woche verloren. Und da seht ihr auch, wie wir angeln. Ne? Darum heißt das Mätzchen ja auch so. So angel ich. Wir suchen uns immer wieder stückweise raus, wo was läuft, auf welche Methode. Ich habe gerade einen Film gemacht für den Raubfisch. Über Streamer. Okay, der sieht jetzt nicht mehr ganz so ansehnlich aus. Der hat mit der Marco gebunden. Vielen Dank dafür. Das sage ich auch in dem Film. Und hier ist der kleine Lump, der Moni geärgert hat. Der hat hier nämlich den Streamer abgebissen. Ich bin mir sicher, das war derselbe Fisch. Kam genau aus der Ecke raus. Der ist quasi am Stahlvorfach vorbeigezimmert und hat dann die Hauptschnur durchgebissen. Ne? Der hat also den Streamer gar nicht im Maul gehabt, sondern hat einfach nur die Hauptschnur erwischt, ungünstig. Ne? Ist genauso aggressiv draufgekracht wie beim Moni. Ne? Jo, lasst euch überraschen von dem Film beim Raubfisch. Kann euch allerdings noch nicht genau sagen, wann der erscheint.
So, auf dem Rückweg, da grinst einen oftmals doch so manche Brücke an. Wir gucken uns hier gerade eine Gegend an, in der wir nicht so häufig sind. Im Winter habe ich hier schon mal geangelt auf Hecht. Und wir haben hier gerade richtig krass Zucht drauf. Da macht es mal Sinn, eben einen Gummifisch zu werfen. Wenn so richtig Strömung drauf ist, dann ist Streamer fehl am Platz. Da macht auch Wobbler nur wenig Sinn. Kriegt man meistens gar nicht kontrolliert, so stark ist die Strömung. Aber einen Gummifisch, den kann man natürlich immer noch wenigstens schön in die Ecken platzieren. Ne? Und gucken, ob da noch irgendwo so ein Lump steht. Ne? Denn die Hechte, überhaupt alle Fische, die suchen jetzt Schutz. Ne? Wenn so richtig Zucht drauf ist wie jetzt, dann stellen die sich in die Ecken und warten ab, was da vorbeikommt. Ne? Das, was ich so oft im Winter sage, ne? Posenmontage davor oder vor lang treiben lassen, dann kommen die da rausgeschossen. Ne? Hier muss ich zum Beispiel etwas unter die Bäume. Hep, genau so. Natürlich immer sehr hängerträchtig unter Bäumen. Risiko muss ich jetzt eingehen. Guck mal, ob da in der Ecke so ein kleiner Esok steht. Vielleicht sogar ein Zander. So ein Zandergewässer hier. Von der Tiefe her. Und vom harten Grund. Fisch! Jo, sauber. Hoi. Hoi. Oh. Der gute alte Mayo Booster in Orange Fire Tiger, der ist ja bekanntlich Monis Lieblingsgummi, ne? Der mutiert langsam auch zu meinem Favoriten. Voll in der Strömung draufgehauen, da machen die richtig Dampf. Wir haben richtig kräftig Zug gerade drauf. Aber die Taktik ist aufgegangen, in der Ecke steht er, ne? Jo, schöner Abschlussfisch für dieses Mätzchen, oder? Mit dem Mayo Booster. Die machen immer genug Druck, dass sie drauf zimmern, ne? Lustiges Maul. Sieht lustig aus. Fängt in jedem Wasser. Auch im klaren Wasser übrigens. Hep. Kleiner. So sammelt man sich im Lauf eines Mädchens seine Fische zusammen, gewinnt neue Erkenntnisse, wird klüger beim Angeln. In diesem Sinne auch euch viel Spaß am Wasser. Macht's gut.